worüber wollen wir plaudern? Ja, plaudern wir doch einfach über Command & Conquer, das zum 25. Geburtstag endlich in moderner 3D-Grafik erscheint. Das sind Lügen, Fälschungen. Okay, stimmt. Das war eine alte Konsolenversion, die ich im Remaster als Bonusmaterial freischalten kann. So sieht Command & Conquer Remastered aus. Ich kann sogar zoomen und mit der Leertaste jederzeit zwischen der neu gezeichneten Grafik und dem originalen Pixel-Look hin und her schalten. Ach, die gute alte Zeit. Welcome to the Electronic Video Agent Installation. Ich muss zugeben, C&C Remastered jagt mir von der ersten Sekunde an wohlige Wiedersehensschauer über den Rücken, weil die Entwickler sogar das alte DOS-Installationsmenü nachgebaut haben. Entscheiden kann ich hier zwar nichts, es läuft automatisch, aber als alter C&C-Fan fühle ich mich gleich angekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich wundervolle Erinnerungen mit C&C verbinde, dass ich damals gemeinsam mit meinem großen Bruder gespielt habe. Aber das muss euch ja nicht genauso gehen, zumal ihr meinen Bruder wahrscheinlich gar nicht kennt. Also lautet die Gretchenfrage wie bei jedem Remaster, könnt ihr mit Command & Conquer heute auch dann noch Spaß haben, wenn ihr mit dem Original keine besonderen Erinnerungen verbindet? Ich antworte mal diplomatisch, ja, das könnt ihr, ihr müsst aber nicht unbedingt. Denn C&C Remastered entfaltet seine alten Stärken, was gut ist, aber es erbt auch alte Schwächen. Die frohe Botschaft zum Beginn, Command & Conquer Remastered ist genau das, was Electronic Arts versprochen hat, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Entwickler haben da ganz offen mit der Community geredet, nach dem Ärger um Warcraft 3 Reforged ist das ja leider nicht mehr selbstverständlich. Nun heißt es offiziell ja Command & Conquer Remastered Collection, weil nicht nur ein Spiel drin steckt, sondern ein Doppelpack aus dem ersten C&C, der Tiberium-Konflikt, und dem Nachfolger-Prequel Alarmstufe Rot samt der jeweiligen Add-ons. Die Hauptspiele bringen jeweils zwei mit Filmszenen inszenierte Kampagnen. In C&C 1 spiele ich die Weltpolizei GDI oder die Freiheitskämpfer der Bruderschaft von Nord. Letztere wird von Kane angeführt, der hier offenbar über seinen letzten Friseurbesuch spricht. Unglücklich gelaufen. Der Nachfolger Alarmstufe Rot wiederum erzählt eine Art Vorgeschichte und thematisiert einen alternativen Zweiten Weltkrieg zwischen Alliierten und Sowjets. Den jeweiligen Multiplayer gibt es natürlich auch, sogar mit automatischem Matchmaking, allerdings nur für Duelle 1 gegen 1, das ist ein bisschen schade und die Partien liefen im Test auch manchmal noch ein bisschen laggy. Dafür gibt es Crossplay zwischen Steam und Origin, den beiden Plattformen für die C&C Remastered erscheinen. Leider keine großen Filmszenen, dafür aber teils spannende Einzelmissionen wie diesen Kommando-Einsatz bringen die drei enthaltenen Erweiterungen. Der Ausnahmezustand fürs erste C&C sowie Gegenangriff und Vergeltungsschlag für Alarmstufe Rot. Vergeltungsschlag ist auch das beste Add-on, finde ich zumindest, weil es als einziges ganz neue Einheitenmodelle bringt. Auf sowjetischer Seite wären da beispielsweise der Tesla-Panzer und das Raketen-U-Boot. Die Neuzugänge kann ich sogar im Multiplayer einsetzen, wenn der Host es erlaubt. Außerdem stecken im Remaster 10 Missionen, die ursprünglich exklusiv für die Konsolenversion von C&C 1 erschienen sind, seitdem mit Fan-Patches aber auch in die PC-Version übernommen wurden. Und mit dabei sind natürlich auch die alten Geheimmissionen, in denen ich gegen Dinosaurier oder Riesenameisen kämpfe. Gartenarbeit à la Command & Conquer. Der Vollständigkeit halber erwähnt sei noch der Karteneditor, der aber umständlich zu bedienen ist, weil ich das Gelände so stückweise zusammenpuzzeln muss. Neben Multiplayer lassen sich so auch Singleplayer-Karten bauen. Mal sehen, was die Community so alles basteln wird. Im Remaster steckt damit alles, was es an offiziellen Inhalten für C&C 1 und Alarmstufe Rot gab, aber halt nichts Neues, das finde ich ein bisschen schade, etwa im Vergleich zur Definitive Edition von Age of Empires 2, die neben allen Add-on-Inhalten auch drei komplett neue Kampagnen brachte. Ein liebevolles Gimmick ist dafür das Bonusmaterial, das ich durch erfüllte Missionen freischalte, darunter Fotos aus dem alten Entwicklerstudio Westwood und Greenscreen-Aufnahmen von den Dreharbeiten. Das wäre nicht notwendig gewesen, umso schöner ist, dass sie es eingebaut haben. Die wichtigste Neuerung ist natürlich die bereits erwähnte Optik. Vor allem Einheiten und Gebäude sind im Remaster deutlich detaillierter als im Original. Das geräumigere Baumenü rechts ist super und auf mich ganz persönlich wirkt der Look von C&C Remastered auch stimmiger als beispielsweise der von StarCraft Remastered.
Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass C&C Remastered keine bemerkenswerten neuen Effekte auffährt. Grundsätzlich stapelt die Engine wie früher Bitmap-Grafiken aufeinander. Einheiten bewegen sich nur in 8 Richtungen und Explosionen werden einfach über Gebäude und Co. drüber gelegt. Melde mich in Ordnung. Sieht schon alles ganz okay aus, aber es fehlt eben ein Hingucker, wie zum Beispiel die einstürzenden Gebäude in der Definitive Edition von Age of Empires 2. Selbst Superwaffeneffekte wie die Atomexplosion sehen in C&C Remastered jetzt nicht atemberaubend aus. Die Filmszenen hat Electronic Arts von der KI hochskalieren lassen, was vor allem im ersten C&C passabel ausschaut. Es gibt aber auch immer wieder Schönheitsfehler wie die matschige Ägyptenkarte da links. Die könnte ich ja mit Paint schöner remastern. Und hier der Beweis. Auch die damals fantastischen Rendersequenzen sehen nicht mehr ganz so taufrisch aus. Etwa dieser Orca-Flug durch... okay, offiziell spielt die Mission in Slowenien. Ich glaube aber, das ist eher Tatooine. Die deutsche Version erscheint nun übrigens ungeschnitten. Im Gegensatz zum Original sind die Soldaten keine Roboter mehr, sondern Menschen, die beim Überfahren so klingen wie überreife Bananen. Die deutsche Vertonung wurde allerdings nicht neu aufgenommen, sodass Leute in den Zwischensequenzen immer noch Sachen sagen wie: Das ist hier Nakumba, früher einer unserer leitenden Androiden. Okay, leitende Androiden. In die sollte besser nicht der Blitz einschlagen. Das Remaster enthält erstmals auch Szenen, die in der deutschen Version bislang fehlten. Etwa dieses Verhör aus C&C 1, deren Vertonung ist auf Englisch, aber immerhin, wie das ganze Spiel, mit zuschaltbaren deutschen Untertiteln. Und im Intro von Alarmstufe Rot taucht nun auch Adolf Hitler auf, der für die deutsche Version ursprünglich herausgeschnitten worden war. Bleibt die Frage, ist Command & Conquer heute noch spielenswert? Und ich sage ja. Ja, das ist es. Denn C&C ist und bleibt einzigartig mit seinem Setting, dem Grafikstil, den Zwischenfilmen und natürlich mit Frank Lepakis treibendem Electro-Industrial-Soundtrack, der fürs Remaster, übrigens genau wie die Soundeffekte, nochmals wuchtiger abgemischt wurde. Wobei ich natürlich auch die Originaltracks hören kann, wenn ich denn möchte. Command & Conquer ist einfach Kult, selbst wenn es mich nicht vor die allergrößten taktischen Herausforderungen stellt, am Ende reicht meistens doch der gute alte Tank Rush. Nervenaufreibend wird's manchmal trotzdem, weil hier einfach tolle Missionsideen drinstecken. Zum Beispiel kommandiere ich Nott-Truppen auf zwei Seiten eines nicht überquerbaren Flusses und versuche, mit der Artillerie den Weg für meine Fußtruppen freizuräumen, bevor sie der gegnerische Ernter überfährt, oder ein GDI-Luftangriff meine Artillerie zerlegt, oder der feindliche Raketenkreuzer zurückkommt, der ja auf dem Fluss patrouilliert, und dann muss ich auch noch im richtigen Moment mit einem Ingenieur die feindliche Raffinerie erobern, damit der Ernter ebenfalls mir gehört. Das sind die Sternstunden von C&C. Und wer noch mehr Nerven kitzeln möchte, darf jetzt auch in C&C 1 den Schwierigkeitsgrad erhöhen, damit Feinde mehr Schaden austeilen und einstecken. Auch Alarmstufe Rot hat tolle Missionsideen und setzt zudem beim spielerischen Abwechslungsreichtum noch einen obendrauf, weil abseits der guten alten Bodentruppen die Luftwaffe eine viel größere Rolle spielt und weil ich erstmals selbst Schiffe bauen und befehligen kann, zum Beispiel U-Boote und Artilleriekreuzer. Tja, das waren die alten Stärken von C&C. Was sind die alten Schwächen? Nun, das da, die Wegfindung, die KI. Meine Panzer finden den Weg über den Fluss nicht und bleiben einfach stehen, weil es ihnen zu kompliziert ist. Das führt dazu, dass ich Einheiten viel mehr babysitten muss, als mein Nervenkostüm manchmal verträgt. Zum Beispiel beim Überqueren einer Brücke, wo sich ein Teil der Armee denkt, hey, fahr ich doch erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Pavel, der Panzer, will's sogar richtig wissen und lässt sich im Norden von der Geschützstellung beschießen. Der absolute Gipfel ist aber das hier. Mein Ernter oben will zur Raffinerie unten, die theoretisch näher ist, aber auf der anderen Seite eines unpassierbaren Flusses liegt. Dadurch ist die Raffinerie unten gesperrt für den Ernter unten, der deshalb zur Raffinerie oben fahren möchte, aber die liegt auf der anderen Seite des unpassierbaren Flusses. Und der andere Ernter hier oben will zum Tiberiumfeld unten, aber Herrgott, der Fluss ist im Weg. Und ich darf das Ganze dann von Hand entwirren und zwar nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder. Okay, aber hey, der Feind ist genauso doof. Hier hat sich der feindliche Ernter von der eigenen Infanterie einkesseln lassen. Zum Glück hat unser Bewegungstherapeut Dr. Ionenstrahl gerade Sprechstunde. Und dieser feindliche Raketenkreuzer wäre sicherlich auch um einiges gefährlicher, wenn er zurückschießen würde. Ja, alles, was irgendwie mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, ist in Command & Conquer Remastered leider suboptimal.
An moderne Maßstäbe angepasst haben die Entwickler dafür den Bedienkomfort. Ich kann Einheiten eines Typs nur per Doppelklick anwählen und beim Ziehen eines Rahmens wird der Ernter dankenswerterweise nicht mehr ausgewählt. Im Optionsmenü darf ich weiteren modernen Schnickschnack zuschalten, zum Beispiel, dass der Lebensbalken beschädigter Truppen immer eingeblendet wird und ich mehrere Einheiten per Warteschlange in Auftrag geben darf. Keine Warteschlangen, da seht ihr mal, wie alt dieses Spiel ist. Ein paar moderne Sachen fehlen aber auch, zum Beispiel ein Attack-Move-Befehl, mit dem Einheiten alles auf ihrem Weg angreifen. Darauf haben die Entwickler bewusst verzichtet, weil sich das Spiel sonst von selbst gespielt hätte, sagen sie. Naja, stimmt wahrscheinlich. Und mir als C&C-Veteran fallen noch 100 weitere Kleinigkeiten auf. Zum Beispiel muss ich in C&C 1 nach wie vor jede Einheit einzeln auf die Reparaturplattform buxieren, während ich in Alarmstufe Rot einfach einen Gruppenreparaturbefehl erteilen kann, der dann nacheinander abgearbeitet wird. Sobald sich die Herrschaften mal entschieden haben, wer zuerst dran ist. Warum das nicht angeglichen wurde, leuchtet mir nicht wirklich ein. Bugs sind mir dafür weniger aufgefallen. Es gab hin und wieder Clipping-Fehler, bei denen zwei Einheiten aufeinander standen. Und diese eroberte Reparaturplattform weigert sich irgendwie standhaft, meinen Panzer zu flicken. Das wäre aber schon das Gröbste. Oh, und ganz bewusst haben die Entwickler auch den berühmtesten Exploit der Strategiespielgeschichte drin gelassen. Weil der Gegner in C&C 1 keine Mauern zerstört, kann ich ihn mit Sandsäcken in der eigenen Basis einmauern. Es läuft schon eher unter Kult als unter Problem. Nun gut, mal sehen, wie viele der Bedienungs- und vielleicht sogar Wegfindungsmacken die Community noch ausbügeln wird. C&C Remastered unterstützt nämlich Modding. Eine Mod gibt's sogar schon für die Review-Version, nämlich, dass ich ganze Mauerstrecken auf einmal bauen kann, statt jedes Mauerstückchen einzeln zu setzen. Konstruktion abgeschlossen. Nun, Zeit fürs Fazit. Und ich sage ehrlich, für mich war C&C Remastered vom ersten Moment an ein Grund zum Feiern. Electronic Arts bringt da ja nicht irgendein Echtzeitstrategiespiel zurück, sondern das Echtzeitstrategiespiel, das den Echtzeitboom überhaupt erst ausgelöst hat. Das Remaster geht zwar nicht so weit, wie es gehen könnte, bei der Grafik fehlt der Wow-Effekt, die KI geht mir echt auf die Nerven und meine Fanboy-Seele hätte sich ein modernes Wiedersehen mit dem Kane-Darsteller Joe Kuchen gewünscht und sei es nur in einer kleinen Bonus-Kampagne, aber grundsätzlich hat EA hier nichts falsch gemacht und ein ordentliches Remaster abgeliefert. Das hier ist ab jetzt die Version von Command & Conquer, zu der ich immer mal wieder zurückkehren werde, wenn ich diese Ikone der Echtzeitstrategie erleben will. Ja, auch wenn es da gerade bei der Atomexplosion einen Ruckler gab, da muss noch ein Patch her. Sei es drum. Ich finde, C&C ist auch heute noch wert, gespielt zu werden. Es ist kein modernes Strategiespiel mehr, aber deshalb gibt es ja als nächstes bestimmt ein richtiges Remake. Oder EA? Das sind Lügen, Fälschungen.